Gerade gesagt, ich hole das voll lame. Oh nein! Alter! Oh. Hatte ich aber so ein bisschen zurückgestoßen. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Doors mit dem Castcrafter. Hallo! Und normalerweise haben wir eine Folge mit, oder habe ich eine Folge mit ihm zusammen aufgenommen, die war aber irgendwie fail nach der Aufnahme. Da haben wir ein bisschen erkundet, ein paar Dörfer gefunden, unseren Glider abgefuckt, man, das ist glaube ich mittlerweile kaputt. Genau. Mein Hangglider ist kaputt. Ach ja, den haben wir auch in der Folge gebaut. Wer die nicht gesehen hat, guckt jetzt mal beim Castcrafter vorbei. Und wir haben jetzt in der Stadt unsere Grundstücke geclaimt, und zwar an dieser Position. Ne, warte mal. An dieser Position. Jetzt nicht wundern, sieht super groß aus, aber Castcrafter und ich haben quasi ein Team gebildet. Er will hier oben bauen, ich will hier unten so ein bisschen bauen. Und die anderen verteilen sich hier in dem anderen Bereich. Die haben auch schon ihre Sachen geclaimt. Yeah, aber warum sind denn die Explosions disabled? Wer weiß, wie man das ändert, bitte Bescheid geben. Hätte ich Bock drauf. Okay. Weil da drüber ist eine gelbe Area, da sind zum Beispiel Explosives nicht enabled, disabled. Warte mal, kann man das einstellen? Oh, Team Guy. Wäre eigentlich cool, oder? Block Interaction Allies. Ah. Und. True. Wo stellt man das ein? Das kannst du, wenn du in der Team-Config einstellst. Sollten wir auch auf jeden Fall als Pflicht machen für alle, weil ich finde es ein bisschen lame, wenn sowas nicht kaputt geht. Ja. Also ich fände es irgendwie cooler, wenn quasi auch Creeper oder und Wasser-Creeper irgendwas wegspringen können. Ja genau, irgendwas kaputt machen können. So, und unsere erste Amtshandlung wird sein, rate mal, Hako. Ich hab's ihm nicht verraten. Ich überlege gerade, was ist so typisch, aber mir fällt nichts ein. Ja, normalerweise wäre typisch, wenn man bei Novus guckt, 8. Folge am E-System und ein Digital Miner. Ja. Aber hier dachte ich, fangen wir mal ganz weit hinten an, beziehungsweise eine Modifikation, die auch geil ist. Warte mal, nicht geil ist, aber auch schon in der 1.10er Mod geupdatet wurde. Und? Gib mir mal Holz. Okay. Tinker's Construct. Richtig, weil ich habe schon Clay gesammelt und wir können theoretisch jetzt ein paar Öfen aufbauen und dann mal eben schnell eine Schmiede bauen. Hast du das gesehen? Hier fehlt ja. Oh, was denn? Hier steht ein Schild, das ist schon hier oben gehört. Oh. Aber das fängt hier an. Das ist genau an der Ecke, wo unser Grundstück aufhört. Hä? Warte mal. Aber das ist nicht geclaimed. Stimmt. Aber es wäre, also, das hier ist praktisch die Chunk-Grenze. Also, es wäre nicht in uns. Es wäre nicht in uns. Ja, Fisch da, was ist los mit dir? Dann claim mal richtig. Dann können wir schon mal hier anfangen, unser Haus zu bauen, ne? So. Genau, wie bei Lehm und Dr. Banks. Ja. Also er auf einmal genau in meinem Haus drin war, das war so cool. Benutzt deine Wand als deine Wand, so. Genau. Also nein, das ist ein bisschen laut jetzt hier, ne? Okay, warte mal, aber eine Schmiede an sich baut man, glaube ich, immer noch gleich, ne? Ja. Yeah. Das sind auch ein paar Öfchen jetzt. Ja, ne? Damit haben wir quasi Eisen gemacht. Ich habe allerdings keine. Genau, die Glider habe ich auch gefunden. Damit kann ich im Wasser halt ein bisschen schneller schwimmen. Seared Bricks. Weil normalerweise gehört ja zu einem guten Bauvorhaben auch richtiges Werkzeug, wenn man so möchte. Ah, ja. Ja, und da denke ich mir mal, machen wir das mal, ne? Okay. Alter, wo ist denn die Scheiße jetzt? Oh. Sorry. Dieses super geile Zeug. Dieses super geile Zeug, auf jeden Fall. So, warte mal, wir brauchen Sand und Gravel noch. Gravel habe ich ein bisschen, Sand wäre noch ganz cool. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal ein bisschen Sand zusammen und ein bisschen Gravel noch. Ha? Und dann geht's los. So, ein bisschen was vorbereitet und zwar haben wir jetzt ein bisschen Groot gebraten. Genau, hier, I am Groot. Steht auch dran, richtig cool eigentlich. So könnte ich auch den Part eigentlich nennen. Dann nehme ich so einen Guardian of the Galaxy Groot, das ist cool. So, damit macht man auf jeden Fall die Schmiede. Ein bisschen was geändert vom Rezept hat sich auch. Und zwar gibt es zum einen dieser Controller, der wird das mit einem Ofen gemacht. Das war vorher nicht, oder? Da war einfach nur Das war einfach nur, glaube ich, ein Kreis. Ne? Ja, genau. Ach, einfach Stück. Nur so ein Kreis, richtig. Dann brauchen wir noch einen Tank. Da kommt dann ein Glas rein. Boah, zum Glück haben die Schiff gedrückt gehalten. Da hätten wir 11 Tanks gehabt und nichts anderes mehr. Dann brauchen wir noch Folgendes, und zwar einen Ausguss, den kann man voll schwer erkennen hier drauf. Aber warum? Aber vielleicht mache ich einfach mal Tinkers. Ach genau, Heiko hat gerade ein paar Probleme mit seinem Arbeitsspeicherauslastung, war doch irgendwie sowas, ne? Ja. Deswegen ist er gerade mal ganz kurz gucken, was da los ist, während ich hier diese wunderschöne Schmiede baue. Vielleicht aber auch nicht. Und dann ist es so die Reihenfolge, dann machen wir uns gutes Werkzeug und mit dem Werkzeug kann man dann halt besser farmen oder Sachen sammeln, weil wenn man oder Bäume fällen oder irgendwas anderes machen halt, ne? Weißt du Bescheid, ne? Aha, ja. Hast du eigentlich schon mit der neuen Tinkers gearbeitet? Was gemacht? Oh. Ja, ein bisschen, aber auch noch nicht super viel. Ein bisschen? Aber ist auf jeden Fall cool. Cooler, okay.
Ey, warte mal, wo ist denn der Scheiß? Das supergeile Zeug? Ja, ah, ja, genau, ich wollte da, wo immer Scheiß ist, wollte ich jetzt immer supergeil sagen. So, wir suchen jetzt mal nochmal supergeil die Sachen hier. Ich finde den Ausguss gerade nicht. Oder läuft das anders bei dem Ding? Nee, das VZ. Ja, VZ, aber das, der Block mit dem Loch drin. Das ist die Drain. Warte mal, irgendwie bin ich gerade ein bisschen dumm. Ah, Drain haben wir. Und das VZ ist direkt daneben. Brauchen wir zwei? Dann nehmen wir zwei Drains auf jeden Fall. Und dann brauchen wir noch einen Cast Table und einen. Oh. Lol. Nein, nein, nein. Und einen Cast Basin. Der ist, glaube ich. Cast Basin war andersrum, so rum. Dann haben wir zumindest schon mal das Nötigste. Dann brauchen wir natürlich nachher noch die ganzen Dinger hier. Guck mal, es gibt sogar. Mit einer anderen Farbe das Zeug. Ja, genau. Und jetzt brauchen wir noch eigentlich nur Seared Bricks. Die machen wir dann normal. Sehen wir Seared. Doch, Seared Bricks. Okay. Mr. Lava Lava. Mm. Stimmt, Lava brauchen wir auch noch. Und dann machen wir uns erstmal dieses wunderbare erste Zeug. Ich hoffe, die ganzen Namen gerade nicht. Ich bin voll dumm. Und dann machen wir das wunderbare zweite Zeug. Und dann haben wir das schon. Die wunderbare andere Dimension. Nee, das machen wir mit dem zweiten Zeug. Ne? Genau, das machen wir schon mit dem zweiten Zeug. Ah. Oh yeah. So, jetzt haben wir hier noch ein VZ, da noch ein VZ. VZ war früher voll in. War der Facebook-Klon. War das nicht vorher? Nee, oder? Bitte? War das vorher? Nee, oder das war quasi, als Facebook hier noch gar nicht so krass drauf war. Ja. Und da haben die quasi, waren sie in Amerika, haben gesehen, oh, da könnte was werden und haben es dann quasi kopiert. Oh Mensch, wie YouTube. Da kann man sagen, nachgemacht. Aber nicht bei einem Projekt oder bei einem Spiel, was sowieso gerade jeder spielt. Das ist doch Quatsch. Stimmt. Du hast unsere Website kopiert. Warte mal, ich glaube, da hat sich noch was geändert. Oh. Und zwar brauchen wir, glaube ich, jetzt auch Ecken bei der Schmiede. Kann es sein? Das? Nee, ich meine nicht. Oh, scheiße. Now sleeping 20%. Das reicht nicht, scheiße. Bitte, geh noch an dein Bett. Hallo. Oh, jetzt. Oh, bist du ja da? Orang-Utan? Ja. Geilo. So, jemand macht gerne mit, der geht mit uns gerne schlafen. Die Mod ist natürlich auch automatisch mit drauf. Wie gesagt, das Texturpackage, das kriegt er nicht. So ein Server mit dem Modpack und alles findet er in der Videobeschreibung. Einfach mal reingucken. Und ganz wichtig noch, heute Abend ab 19 Uhr Livestream. Und wenn ihr Glück habt, gibt es sogar eine PlayStation 4 zu gewinnen. Weil der Gewinner hat sich noch nicht gemeldet. Das ist irgendwie ärgerlich. Für den Gewinner auf jeden Fall. Guck mal hinter mir, irgendwas fehlt da noch. Warum ist das so? Das sind ja so die ersten Probleme. Ein 10er Mod, normalerweise hätte jetzt funktioniert, aber die funktioniert halt noch nicht. Aha, so und so. Ja, du hast ja auch. Aha. Guck mal, jetzt wollte er sagen, ja, du hast ja auch, weißt du, aber dann fiel mir nichts mehr ein. Ja, nee, weil du das falsche Ding gebaut hast. Wie, was denn? Ja, das ist das Metal Furnace Controller, ist genau das, was ich dir vorhin erzählt habe, mit Multiofen. Du brauchst immer noch den normalen Smeltery Controller. Ah. Okay, das ist ein Unterschied. Komm, den macht man mit einem Ofen, cool. Also, das ist der Multiblock mit der großen Schmiede, oder was? Ja, halt, das ist ein Mega-Ofen. Nice, ja gut, da muss ich mal ganz kurz noch ein paar Sachen gebraten, ne? Obwohl, so viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Was ist denn mit Sand? Ach, genau, andersrum. Scheiße. Zack. Da. Ah, den hatten wir noch. Achso, war noch was im Ofen. Und es läuft, nice. Schmiede am Start. Jetzt müssen wir halt nur ein paar Sachen da reinschmeißen. Ardite war auf jeden Fall Obsidian. Ja. Haben wir hier. Aluminium. Achso, meinst du Aluminum Brass? Nee. Dieses, was? Um die erste Pickaxe zu bauen, weißt du? Da brauchen wir doch Ardite, glaube ich, oder? Alumite, right. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Nein! Nee. Holy shit, wir müssen komplett umdenken. Wir können aber vielleicht Obsidian nehmen. Oder gucken, ob wir das mit diesen Peridizio-Dinger abbauen können. Peridizio, Skeleton. Dann würde ich sagen, dass wir einmal ganz kurz in der Netherwelt gucken gehen. Komm, wir gehen in die Netherwelt gucken. Kurz. Hast du SI? Hab ich, komm mit. Hier, bitte. Netherwelt gucken. Und ihr könnt in der Zeit mal euch die Welt hier angucken. Und ich würde sagen, bis in die Netherwelt. So, da sind wir mal in die Hölle gegangen kurz. Einfach mal, um zu gucken, wo hier das geile Zeug ist. Weil, Alter, die Hölle sieht ja auch komplett anders. Da oben ist zum Beispiel was. Da oben ist was. Lauf. Oder ist auch direkt Quarz.
Ich nehme schon mal Quarz mit, ne? Das brauchen wir nämlich für Maschinas. Pickaxe Kobalt. Ja, toll. Wie soll ich dann Kobalt abbauen? Shit. Paradoxum, warte mal. Kobalt, Adat ist auch Kobalt. Da müssen wir nochmal nachlunzen. Aber guck mal, wie viel hier am Spawn ist. Wir müssen das unbedingt haben. Yay, ja, also das ist irgendwie normal, aber. Also heute Abend im Stream werde ich das auf jeden Fall abbauen. Mindestens. Und Netherrack haben wir auch noch. Ich nehme mal direkt ein bisschen aus mit. Bitte? Uns eine Obsidian-Pickaxe machen können. Stimmt, damit sollte es funktionieren, oder? Die ist voll hart. Maybe. Nice. Warte mal. Netherquarz. Ich muss aber sagen, die Hölle ist ein bisschen lame. Da hätte mal ein bisschen mehr Power drin sein können. Oh. Eine Power. So, okay, warte, ich komme mal wieder zurück zum Portal. Okay. Bist du am Portal noch in der Nähe? Ich bin gerade wieder in die Overworld. Warte, komm mal ganz kurz her, warte. Ja, warte. Dich nochmal auf der Map sehe, ich bin irgendwie hochgelaufen. Ach, lol. Warte, wo bist du? Ich glaube, hier unten war das Portal, ne? Ich bin gerade drin, warte, ich komme gleich wieder rein. So. Aber Obsidian sollte funktionieren. Damit können wir Kobalt abbauen. Ah, sehr gut. Hallo. Ach, da bist du. Unter mir. Okay, warte. Oh, never dig straight down in the Höllen. Wo bist du denn? Warte, hier? Nee, da. Oh, nicht, scheiße. Hier. Wo denn? Da. Ah, warte mal, hier bin ich hergekommen. Hier ist gut. Ah, da bist du. Hallo. Hallo. Warte, ich komm runter. Hallo. Ist das hier direkt? Das ist doch gerade das Portal gesehen. Warte mal. Lass dich jetzt wieder verlaufen. Ja, komm mal wieder rein. Hä? Bist drin? Bin wieder drin. Okay, warte kurz. Okay, ich komm wieder rein. Hat nicht funktioniert, scheiße. Soll ich Pikmin gehauen? Nee. Hallo. Hallo. Warte. Nein. Ach lol. Gerade gesagt, die Hölle ist voll lame. Oh nein. Alter. Oh. Hatte ich aber so ein bisschen zurückgestoßen, ne? Sah bestimmt geil aus deiner Perspektive, oder? Ja. Hallo. So, erstmal was mampfen und hier durchfliegen. Ab geht's. Warte mal, hier kann man noch ein bisschen Quarz sammeln. Den brauchen wir gar nicht mehr. Ein bisschen was habe ich dabei. Quarz. So, aber gut, ich würde mal sagen, ihr wisst, wo wir wohnen, ihr wisst, was heute Abend im Livestream abgeht. Deswegen würde ich ganz gerne sagen, kommt heute Abend mal vorbei und lunzt mal rein. Montag ist eventuell... PlayStation 4. Genau, eventuell kann man die sogar noch gewinnen. Montag ist wahrscheinlich auch noch ein Livestream. Vielleicht mit Grog, also mit Gronk. Müssen wir mal gucken, ob er wieder streamen darf, weil da war irgendwas in der Schwebe. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part oder bei Castcrafter. Auch in der Videobeschreibung. Genau wie alle anderen. Tschüss. Tschüss.